Und hallo zurück in Alice Madness Returns. Lange ist her, dass ich aufgenommen habe und ich werde auch gleich mal wieder aufhören zu quatschen, weil jetzt ein weiteres Video kommt. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, dass ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Ja, da wären wir nun im neuen Kapitel. Lass mich in Ruhe. Hey, du da. Das reicht jetzt. Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass ihn gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatscht den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Wohl wahr. Also, da wären wir im neuen Kapitel im Knast. Entlassen, weil Dr. Bambi sehr viel Einfluss hat. Ja, diese Psychiater. So, was haben wir hier? Polizeipräsidium ist recht uninteressant. Abgesehen von den coolen Gästen Anklagen, hier. Ein Buch voll, mein Freitag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Aha. Hier unterschreiben, wenn's geht. So. Miau. Schon wieder. Oh, was ist jetzt los?
kommen von einer Fantasie in die nächste. Wir kommen gar nicht mehr in der Realität richtig an. Wir sind nur noch Fantasie unterwegs. Mit ganz vielen Gefängnisinsassen. Da kann man nicht reingucken. Schade. Oh. Da fängt's schon an. Das Reich der Königin. Die man ja im... Das nichts, okay. Die man ja im ersten Teil vernichtet hat. Und es hieß eigentlich, dass Alice es dann besser geht. Scheint wohl nicht so. Was kommt da? Und wieder haben wir das blaue Kleid an. Wir sind über den Wolken auf Karten. Und wir sehen nicht den Weg vor uns. Das ist das Schönste an diesem Level. So. Kartenbrücke heißt das Level. So, jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich habe seit gut einer Woche nicht mehr gespielt. Jetzt schaue ich mal. Dann müssen wir wieder die Steuerung gewöhnen. So. Da sehe ich sie. Jo. Gut. Was erwartet uns da? Sieht nach einer Erinnerung aus. Gucken wir gleich mal nach, was das ist. Das sieht nach Little Erinnerung aus. Ja, das ist eine. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen. Mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner. Fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Irgendjemand belästigt die Schwester von Alice. So. Da sehe ich noch ein bisschen was, aber da will ich nicht hin. Weil ich nämlich tierisch Höhenangst habe. Und bei sowas hier kriege ich ganz besonders... ganz besonders wackelige Knie. So, ich will ja nicht die Stimmung durch sinnloses Geplapper versauern, denn das ist wirklich schön gemacht hier. Boing. Ne? Ah. Ist ziemlich mies, wenn man nie die Karten sieht oder man muss immer auf die Karten warten. So, ich weiß, dass hier noch eine war, aber ich hab die schon, aber ich mach's einfach trotzdem mal für euch. Ich sehe jetzt nicht, was drauf ist. Das ist bloß ein Goldzahn. Dann brauche ich es nicht machen. So, wir sind im ersten Kartenhaus. Gucken wir uns doch gleich mal um. Zähne. Ja, habe ich mehr als genug. Und sonst? Ja, das kenne ich schon. Noch mehr Zähne. So, und dann freue ich mich wirklich darauf. Ich hoffe es, dass ich, also ich freue mich auf jeden Fall auf ein neues Let's Play am 6. September. Jetzt wäre ich fast gestürzt. Da kommt ja Warhammer raus. Warhammer 40k Flasche. Ein goldener Jahrgang. Da kommt Warhammer 40k raus. Oh, eine Bambi-Erinnerung. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Ja, an Bambi stimmt definitiv irgendwas nicht. Also, ich habe volle Gesundheit, wunderbar. Ja, darauf freue ich mich vor allem,
weil es einfach ultra geil ist. So, jetzt muss ich erstmal wissen, was das nochmal war. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Und ich hoffe, ich krieg Alice in diesem Monat noch durch. Aber auf, ja, ich denke schon, dass ich das durchkriegen werde. Ja, okay, da geht die Tür auf. Muss halt schneller machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder mehr Zeit. Ups. Nee, das war jetzt falsch. War das jetzt falsch? Jetzt weiß ich nicht mal, in welche Richtung das war. Jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Ah, okay. Dann machen wir das auf die andere Art. Also so muss die Plattform sein. Und so mache ich die Tür auf. Und jetzt ganz schnell rüber. Und gleich mal rüber. Genau. Wunderbar. Dann wären wir schon im zweiten Kartenhaus und wir können weiter. Papierkästchen. Papierkästchen? Kartons. Nämlich ist Kartons. Schnetzeln. Oh, ein weiteres Boing. Jetzt habe ich das auch schon drauf. Wie Gronkh. Gib mal zu, das ist doch das Beste, was er Gronkh hat. Sein Uhr ist ja schon legendär, würde ich sagen. Auf jeden Fall finde ich wieder das Design wunderbar, wie sie das gemacht haben. Kartenhaus, also wer da drauf kommt, echt super. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay. Boah, scheiße. Das ist natürlich jetzt wieder Big Fail gewesen. Bin ich jetzt trotzdem drüben oder wie sieht's aus? Was ist das? Da, ich habe gerade eine Schweineschnauze gesehen. Wo war die jetzt? Da. Was ist denn das? Kann ich gar nicht erkennen. Bin ich schon so blind geworden? Flasche. Okay, dann bin ich doch drüben angekommen. So. Also hier muss man sich sehr gut konzentrieren, bevor man wirklich wieder... Das ist doch echt nervenaufreibend, sowas, wenn die Karten ständig wegfliegen. Oh, wieder Boing. Wo geht's hin? Ah. Da, wo ich nicht mehr hinkomme. Ah, doch. Wunderbar. So, Rutsche, oder? Nein, Pilz. Mal schauen, wo uns das hinführt. Eine weitere Rutschparty.